Du bist Hopes Mutter. Ich bin keine Mutter. Mein Kind ist gestorben, bevor es leben konnte. Ich bin keine Mutter. Ich verspreche dir, ich krieg das irgendwie hin, ja? Kümmer du dich jetzt in deiner Schule und ich schaff das hier schon, okay? Ja, wir sehen uns später. Wir schaffen das. Ich hoffe, dass ich heute wenigstens zu Miller durchdringen kann. Sie fehlt mir unglaublich und wir müssen langsam Hopes Beerdigung planen. Wir können damit nicht ewig warten. Hey, guten Morgen. So. Ich hab dir jetzt mal was zur Stärkung mitgebracht, ja? Mach auch mal ein bisschen den Vorhang auf, da kommt ein bisschen Licht rein. Mm-mm. Nein? Bitte nicht. Bitte nicht. Die Suppe war nicht so lecker von gestern. Baby, tust du mir gefallen? Versuchst du eine Kleinigkeit zu essen, ja? Du hast kaum was zu dir genommen. Du brauchst das. Ha? Wie wär's? Wir fangen an mit ein bisschen. Croissant ist ein perfekter Start, okay? Ich kann dir auch ein bisschen Eier dazu machen, wenn du möchtest. Ich hab grad was gegessen. Kannst du bitte rausgehen? Wir müssen über die Beerdigung reden und wie wir das vorbereiten. Ich werde nicht zur Beerdigung gehen. Ich kann dich verstehen und ich gebe dir alle Zeit der Welt, Baby, ja? Aber natürlich kommst du mit zur Beerdigung. Wir sind eine Familie, wir werden das gemeinsam machen. Wir müssen uns von Hope verabschieden und da brauchen wir die Beerdigung. Nein. Kannst du einfach. Okay. Das kann doch nicht Millers Ernst sein. Das wird sie ihr Leben lang bereuen, wenn sie nicht zur Hopes Beerdigung kommt. Ein Abschied ist kein Vergessen. Hey. Was machst du? Oh. Ich habe echt keine Ahnung, wie schlimm das für dich sein muss, aber ich find's auf jeden Fall krass, dass du trotzdem hier sitzt und die ganze Beerdigung planst. Naja, ist ja nicht so, dass ich jetzt eine Wahl hätte, oder? Nee. Ist Miller immer noch im Schlafzimmer? Ja, lässt nicht mit sich reden. Wenn ich mal zur Beerdigung komme. Also ich hoffe, es legt sich die nächsten Tage, aber so wie es aussieht, bleibt das jetzt hier alles an mir hängen. Und ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Na, was muss noch alles gemacht werden? Suchst du jetzt gerade die Sprüche raus? Ist irgendwie noch was auf der, naja, auf der To-Do-Liste drauf? So eine Art Rede wollte ich ja machen. Und gute Einleitung fehlt mir noch. Na, dann setzen wir uns da jetzt rein. Du musst es nicht alleine machen. Okay. Hast du irgendwelche Favoriten? Ich finde, auf Anhieb den ganz okay eigentlich. Ja, aber eine richtige Rede habe ich jetzt trotzdem nicht hingeschrieben, ne? Ja,
Mir fällt nichts ein. Mir fällt nichts ein. Ich glaube, das wird dir auch keiner verübeln. Das ist so eine beschissene Situation und eigentlich doch normal, dass man da nicht die richtigen Worte findet, oder? Mhm. Und abgesehen davon, wir haben noch trotzdem einiges geschafft. Der Bestatter für Freitag. Der Termin steht. Der steht. Und dass wir dann die Trauerfeier in Müllers Kitchen machen, das klären wir dann auch noch ab. Genau, muss ich mit Joe noch mal reden. Mhm. Aber trotzdem, ich muss was sagen. Na, weiß ich nicht. Also mir hilft es zum Beispiel, wenn ich mir Musik anmache. Weil dann die Worte und Emotionen halt irgendwie ein bisschen besser fließen können. Hm. Oder wir heben uns genau das für die Beerdigung auf. Was? Na, wenn wir einen Song abspielen, der halt irgendwie zu der ganzen Situation vielleicht ein bisschen passt. Ist vielleicht eine ganz schöne Idee, ja. Hey. Willst du dich dazusetzen? Jetzt mal angucken, was wir... Ich wusste gar nicht, dass Beerdigungen schön sind. Das hat ja auch nichts mit... Das war jetzt nicht auf die Beerdigung bezogen. Wir haben überlegt, ob wir jetzt ein Lied vielleicht spielen lassen wollen. Weil es halt schwierig ist, die richtigen Worte zu finden. Ja. Und nicht die Beerdigung an sich schön. Ja, dann macht doch einfach ein bisschen hinter, dann habt das ja hinter euch. Dann ist die ganze Sache abgehakt und ihr könnt wieder in den Alltag zurückkehren. Das ist absolut... Wir geben uns gerade relativ viel Mühe, um alles hinzubekommen. Gebt euch gerade viel Mühe, so schnell wie möglich die Kleine unter die Erde zu bringen. Miller, das ist überhaupt nicht... Darum geht's doch gar nicht. Also... Amelie, lass kurz sein. Ich glaube, das bringt gerade alles nichts. Nimm's für mich übel, ich brauch gerade ein bisschen frische Luft, ja? Kann ich verstehen. Ich hab so viele Tränen. Was Miller uns hier gerade vorwirft, ist einfach nur unfair und falsch. Als ob uns Hope überhaupt nichts bedeutet hätte. Bitteschön. Ich komme gleich. Hey, Joe. Grüß dich. Na, alles gut soweit? Also, was ist, wie geht's dir? Weiß ich gerade nicht. Pass auf. Am Freitag ist ja die Beerdigung. Und ich hatte irgendwie überlegt, wäre es möglich, hier nachts zu einem Unproben reinzukommen? Machst du da was frei? Klar. Wenn, dann mache ich was frei. Definitiv. Top. Danke. Ich kann dir auch noch nicht ganz genau sagen, wie viele. Alles gut. Jetzt gibt's beim hast du nicht morgen Geburtstag? Hm. Ja. Aber wollen wir was machen? Irgendwie mal raus, eine Runde? Ich kann Miller nicht allein lassen. Und das ist gerade so unwichtig für mich, weißt du? Wenn jetzt hier? Verschissen. Weißt du, sie hat sich in ihrer Depression so eingeübt. Ich komme überhaupt nicht zu ihr durch. Egal, was ich sage, es ist falsch. Und auch mit der ganzen Vorbereitung für die Beerdigung. Sie lässt mich da komplett alles alleine machen. Lisa, ich bin echt froh, dass Amelie da ist. Weil sie ist gerade so die einzige moralische Stütze, die ich so habe. Ich kann Miller ja irgendwo verstehen, dass sie da... Gerade für eine Frau ist es ja erst recht schwer. Aber dass sie an ihrer Trauer dich nicht teilhaben lässt, das ist schon... Es ist schade. Ja, es ist schade, dass unser Mädchen was gestorben ist. Und ich möchte auch, dass sie zur Beerdigung kommen. Dass wir beide am Grab stehen und uns verabschieden. Schlussendlich kann ich sie nicht zwingen. Ich weiß. Das ist auch eine harte Nummer. Aber am Ende, wenn es soweit ist, wenn es alles nochmal durch den Kopf geht, und dann wird sie hundertprozentig auch mitgehen, weil jede Mutter will sich von ihrem Kind verabschieden. Das glaube ich schon. Das hoffe ich. Ja. Hallo Mike, kann ich dir noch einen Nachtisch mitgeben? Nimm das für deine Mädels mit, das hilft vielleicht ein bisschen für den Moment. Und wegen Freitag schreibe ich alles ein, wenn sich noch irgendwas ändert von Person. Ich gebe es an. Sag schöne Grüße. Tschüss. Mach ich. Tschüss. Ciao. Hey.
Hast du mal ganz kurz einen Moment? Ich wollte mich für vorhin entschuldigen. Es sollte absolut nicht so rüberkommen, als wenn Mac und ich uns auf die Beerdigung freuen, weil das ist absolut nicht der Fall. Uns fällt der Abschied auch extrem schwer. Aber wir finden halt beide einfach, dass Hope einen schönen Abschied, also falls man das so nennen kann, dass sie auf jeden Fall einen Abschied verdient hat, der ihr gebürtig ist. Also kann ich dir vielleicht zeigen, was wir uns halt gedacht haben? Wir haben halt so eine Songliste gemacht und sind dann zu dem einen Song gekommen. Also ich kann dir einfach mal, ich spiele einfach. Stopp, mach das aus, bitte! Bitte. Wenn dir der Song nicht gefällt, dann können wir uns auch einen anderen überlegen. Also, du musst nur sagen, wie du die ganze Beerdigung haben willst. Ich will gar keine Beerdigung. Für mich wird es keine Beerdigung geben. Wirklich, wir kümmern uns. Miller, meinst du nicht, dass du das vielleicht bereuen würdest? Du bist Hopes Mutter. Ich bin keine Mutter. Mein Kind ist gestorben, bevor es leben konnte. Ich bin keine Mutter. Ich will Miller ja gar nicht vorwerfen, dass sie trauert. Aber das gerade hat echt wehgetan. Sie ist also keine Mutter. Und was bin ich denn bitte für sie? Das Gespräch mit Joe gerade eben war echt gut. Vielleicht habe ich einfach von Miller zu viel zu früh erwartet. Und wer weiß, vielleicht geht sie jetzt schon besser nach dem Gespräch mit Amelie. Hey. Was passiert? Miller hat mir gerade gesagt, dass sie keine Mutter ist. Hey. Sagt sie sowas? Die meint es nicht so. Doch. Sie ist keine Mutter mehr, weil Hope gestorben ist. Was hat sie gesagt? Sehe ich überhaupt nichts mehr für sie. Ich habe so gehofft, dass in der Zeit, wie wir uns jetzt kennengelernt haben, dass wir wirklich als Mutter und Tochter zusammengewachsen sind. Und nicht nur, dass sie sowas sagt. Es ist ihr scheißegal, wie sie mir damit wehtut. Ist es ihr nicht? Es ist ihr egal. Sie ist jetzt wieder zurück ins Schlafzimmer gegangen und trauert um die einzige Tochter, die ihr jemals wichtig war. Es ist unfair. Es ist unfair, was sie gerade gesagt hat. Aber so schwer es mir fällt, ich glaube, deine Mama kann einfach gerade nicht anders, wie sie uns gerade gegenüber ist. Sie ist da so sehr in ihrer eigenen Welt gefangen. Sie liebt dich. Du bist ihre Tochter. Es braucht nur Zeit. Ich hab... Ach, komm, das tut einfach so weh. Was ist los mit Miller? So geht's nicht weiter. Es ist das eine, dass sie mich abweist, aber dass sie Amelie so verletzt, geht einfach zu weit. Ich muss einfach mit ihr reden, wenn sie sich ein bisschen beruhigt hat. Weil so kann es nicht weitergehen. Amelie, was deine Mama vorhin gesagt hat, sie meint es nicht so. Sie kann einfach gerade nicht anders. Ja. Schlaf gut. Danke nochmal. Wir müssen mal reden. Ich hab keine Lust.
Ich weiß, dass du gerade trauerst. Ich weiß, dass es gerade die Hölle für dich ist. Und ich gebe dir alle Zeit der Welt, die du brauchst, um damit fertig zu werden. Aber du kannst nicht so mit Amelie umgehen. Du hast noch eine Tochter, die lebt, die weint, die dich braucht. Dort drüben. Stoß ihn nicht weg. Macht doch eure scheiß Beerdigung, dann könnt ihr auch einen Haken hinter die Sache setzen, oder? Versteht ihr nicht, dass ich das nicht kann? Ich war schwanger mit Hope. Ich kann sie jetzt nicht einfach zu Grabe tragen. Männer, ich weiß, dass es unglaublich schwer für dich ist. Aber diese Beerdigung, es hat nichts damit zu tun, dass wir Hope vergessen werden. Ich glaube, wir brauchen das. Ich glaube, das wird uns helfen, damit wir mit dieser ganzen Situation umgehen können. Wir brauchen das? Ja, ich glaube schon. Willst du mir jetzt sagen, was ich brauche? Willst du mir sagen, wie ich zu trauern habe? Mike, du verstehst doch überhaupt gar nichts. Der das Kind am Anfang nicht wollte, will mir jetzt sagen, wie ich hier zu trauern habe. Ach ehrlich, damit kommst du jetzt wieder. Wahnsinn. Okay, ich verstehe nichts. Dann lass mich aber auch weiter nichts verstehen, aber misch dich nicht in den Vorbereitungen, ja. Weil du hast mir nicht vorzuschreiben, wie ich trauern muss, okay? Schlaf gut. Eigentlich wollte ich gerade nicht so hart sein zu Miller, aber ich pack das einfach alles nicht. Mir wird es zu viel. Die Vorbereitung, der Alltag, den Geburtstag morgen. Am liebsten würde ich diesen Scheißtag überspringen. Hey. Ein bisschen was vorbereiten für Mikes Geburtstag. Geh zur Nachsorgeuntersuchung. Wenn ich wiederkomme, will ich nichts davon sehen. Ja, keine Party, gar nichts. Ja, wenn man arbeiten muss, dann wegen Freitag auch schon. Was willst du von mir? Wirklich? Katie, ich liebe dich. Das ist Dana, unsere Nachbarin, die zieht unten aus. Und hi, die hi, Kiki, hi. Die hilft dir. Kiki, und mir ist aufgefallen, Kiki findet dich ganz interessant. Und dass ich dich mag, das weißt du ja. Ich meine, wir hatten ja schon Dreier und dann kann doch so ein Zweiter auch nicht schaden, oder?